what's up, everybody? You feel this beat right here? Yeah, yeah. Here we go. Hey! We about to stamp this out. So if you feel me, come on. In meinem Stempel 1x1 möchte ich dir heute alles zum Thema Stempelkissen erzählen. Und zwar hast du vielleicht noch alte Stempelkissen oder kaufst auf dem Flohmarkt die ein oder anderen Stempelkissen, dann werden dir von Stampin' Up! Diese hier über den Weg laufen. Die neuen Stempelkissen sehen so aus. Ich möchte dir erzählen, was du damit alles machen kannst, wie sie zu öffnen sind. Manchmal ist das ein bisschen trickreich. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich fange mit den alten an und gehe dann weiter zu den neuen. Und zwar, die alten Stempelkissen muss man einmal reindrücken und dann aufklappen und wieder reinschieben. Es sollte tatsächlich Klack sagen. Wenn es nicht Klack sagt, dann wackelt das und ist doof zum Stempeln. Dann ist es auch schon auf und ich kann ganz normal stempeln. So, also, ich habe mir auch weißes Papier zurechtgelegt und kann dann hier stempeln. So, bei dem Stempelkissen ist es jetzt so, dass da ziemlich viel Farbe ist. Man sieht das hier oben, ist es wesentlich dunkler als hier unten. Wenn ihr zu viel Farbe habt, meist sind dann solche Bläschen hier, ich mache das jetzt mal mit Absicht hier oben, kann man das sehen, dann sind da hier solche Bläschen und dann wird der Stempelabdruck gerade bei so vollflächigeren Stempeln nicht so schön. Und was man da machen kann, ist nicht, bitte, es gibt welche, die sagen, nehmt es mit einem Zewa raus. Ich finde das so schade, die schöne Stempelfarbe. Wenn ihr mal ein Craft-Stempelkissen weiß gekauft habt, dann kommt das leer und ihr müsst es nachfüllen und füllen. Und beim Füllen ist dieser Spatel dabei. Es geht auch ein alter Gutschein, eure Kreditkarte, die Platin-Karte könnt ihr auch nehmen. Auf jeden Fall etwas, ich würde sagen aus Plastik und wo es nicht so schlimm ist, wenn es dreckig wird. Deswegen vielleicht doch nicht die Platin-Karte. Was ihr dann macht ist, die Farbe, man kann das jetzt schön sehen, einfach in eine Richtung nach oben schieben. Deswegen ist das auch, bei mir ist es da oben so voll, so gesättigt, weil ich das hier häufig gemacht habe. Vielleicht jetzt nicht so viel, dass es jetzt gar nichts mehr drin ist. Aber ich lege das mal beiseite. Wenn man jetzt stempelt, also man sieht, dass das einfach schöner, flächiger ist vom Stempel. Und wenn ich jetzt nicht so Flusen drauf hätte, dann sieht man, dass es auf jeden Fall einen schöneren... Ich mache nochmal die Flusen runter. Dann kannst du sehen, dass ich einen viel schöneren Stempelabdruck bekomme. Einen gleichmäßigeren. So, also im Gegensatz zu dem, finde ich, sieht der schon viel besser aus. Genau, je größer die Fläche ist, desto mehr fällt es auf. Gut, also das ist das, wenn ich zu viel Farbe habe. Ich zeige gleich noch, wenn zu wenig Farbe ist. Was man mit den neuen wie mit den alten machen kann, ist die zumachen. Drücken. Wenn es das erste Mal sagt, es knackt, das ist nicht schlimm. Und dann habe ich Farbe hier im Deckel. Die kann ich dann entweder mit einem Mischstift oder aber mit dem Aquapainter. Kann ich die aufnehmen und kann dann malen. Also kann mein Motiv anmalen. Hier hätte ich jetzt ein bisschen mehr Wasser reinmachen sollen in meinen Aquapainter. Dann kriege ich auch einen schöneren Verlauf zum Beispiel hin. Genau, das kann ich hier mit dem Deckel machen, also mit dem Aquapainter und dem Deckel. Was wollte ich sagen? Achso, natürlich kann ich das auch mit dem Schwämmchen. Habe ich das gerade schon gesagt? Ich kann das auch mit dem Schwämmchen. Also mit allem, mit was ich das aufnehmen kann, kann ich das dann aus dem Deckel nehmen. Ich finde es besser, als jetzt direkt vom Stempelkissen zu nehmen, weil ich dann irgendwann habe ich eine Stelle, wo es leer ist. Deswegen immer eine Deckel. Mache ich zumindest so. Genau. Was mache ich, wenn das Stempelkissen zu leer ist? Also zum einen wollte ich euch zeigen,
Wenn euer Stempelkissen so aussieht, kann man das sehen. Hier sind so komische wie Pocken drauf. Dann reklamiert es bitte. Das soll so nicht sein. Aber manche sind so. Und da ich noch nicht dazu gekommen bin, rauszusuchen, wann ich das bestellt habe, habe ich mich dazu entschlossen, das doch schon nachzufüllen. Oder doch nachzufüllen. Damit ich das wieder vernünftig benutzen kann. Also bei dem ist es so, jetzt muss ich das nochmal sauber machen, dass da nicht mehr so viel Farbe drin ist und ich nur noch einen sehr schwachen Abdruck bekomme. Und das möchte ich ja nicht. Also kaufe ich mir den Nachfüller. Und dann kann ich hier die Farbe drauf verteilen. Das ist ja nun wirklich sehr leer gewesen, deswegen mache ich hier ein bisschen mehr drauf. Und dann nehme ich wieder meine Platin-Kreditkarte, den leeren Gutschein oder aber meinen Spatel hier und verteile das schön. Erstmal, dass es drin ist im Stempelkissen. Und dann möchte ich es ja gleichmäßig haben. Das heißt, ich werde das so ein bisschen auch an den Rand drücken. Damit ich eben gleichmäßig die Farbe habe. Und jetzt gucke ich mal, ob das schon reicht. Das war sehr, sehr leer. Ich liebe Sommerbeere. Ja, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Na, man sieht, vielleicht verstreiche ich das noch ein, zwei Mal hier. Und dann habe ich wieder einen sehr schönen Abdruck von meinem Sommerbeere. So einfach ist das Nachfüllen mit dem Nachfüller und eben einer Karte oder ähnlichem. Genau, das sind wie gesagt die alten. Die neuen sind insofern praktischer, als dass man sie stapeln kann. Also ihr seht, oder du siehst das hier so, Aussparungen sind und auf der anderen Seite sind Nupsis. Das heißt, die kann ich perfekt ineinander stapeln. Sie öffnen sich allerdings anders. Also bei denen muss ich ja erst einmal reindrücken. Das muss ich hier nicht. Hier kann ich gleich nach oben ziehen und dann aufschieben. So, jetzt gucke ich einmal, dass ich meinen Stempel sauber kriege. Und ansonsten funktioniert natürlich ganz genauso, dass ich hier jetzt einfach meinen Stempelabdruck bekomme. Von der Oberfläche haben sie nichts geändert. Die neuen sind auch, ich hatte es noch nicht, dass da so viel Tinte drin war, dass man nicht vernünftig stempeln konnte. Von daher, aber vielleicht kommt es ja vor, von daher kannst du das dann auch anwenden. Beim Schließen würde ich ein bisschen aufpassen. Wir haben hier immer alle irgendwie gezogen. Hier ist, die sind ein bisschen schwergängiger. So, das heißt, wenn ich jetzt ziehe, reicht das nicht. Und viele machen das jetzt so, dass sie dann das mit einer Hand quasi so schieben. Aber du siehst es, ich habe hier gleich Farbe. Wobei meine Finger sowieso bunt sind, weil ich gerade eben gebastelt habe. Farbe und was halt auch einige gemacht haben schon, ist, sie sind abgerutscht und haben dann mit dem Fingernagel hier so eine schöne Kratzspur da reingemacht. Und dann ist das Stempelkissen kaputt. Also natürlich kann man es noch benutzen, aber es ist doof. Man kann vollflächig nicht mehr, man muss da drum rumstempeln, also den Stempel benetzen. Deswegen, mein Tipp ist, dass man hier unten zieht, und also dass man zwei Hände hat, oben drückt und unten zieht, umklappen und zu. Das ist sowieso mein Liebstes, dieses Zuhauen. Ich weiß nicht warum. Auch mit den neuen Stempelkissen kannst du drücken, drücken, drücken und hast dann die Farbe hier im Deckel drin und kannst sie auch genauso wie bei den anderen Stempelkissen einfach dann die Farbe rausnehmen. Ja, das war's eigentlich schon. Solltest du zu den Stempelkissen Fragen haben, dann melde dich einfach bei mir. Schau unter www.claudiasecke.de. Und schick mir einfach deine Frage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.